Ich frag mich, wann Ben mit meinen Sachen kommt. Der ist echt lange weg jetzt. So, dann beeile ich mich mal lieber. Oh, Bella, du wartest ja schon auf mich. Wir gehen jetzt gleich Gassi, aber die Mama, die ist im Krankenhaus. Ich muss schnell noch ihre Sachen packen, okay? Okay, dann komm. Oh, den Schlüssel könnte ich dabei hier hinlegen. So, hier ist der Koffer. Was muss ich denn alles packen? Auf jeden Fall Klamotten. Oh, sind die alle beim Waschen? Naja, ein paar werde ich schon haben. Das und das. Habe ich noch irgendwas? Ah, das mag sie nicht so gerne. Was brauche ich denn noch alles? Eine Minute, 37 Sekunden später. Okay, dann haben wir Zahnbürste, die normale Haarbürste, Handtücher. Ich glaube, das wird schon passen, Bella. Dann muss ich jetzt die Sachen mit nach unten nehmen, dann gehen wir Gassi und dann fahre ich wieder zurück zu Sandy. Eine Stunde später. So, Bella, dann muss ich dich noch schnell zurückbringen. So, du wirst schön warten. Ich fahre jetzt zu Sandy und komm bald wieder. Oh Gott, jetzt hätte ich beinahe den Koffer vergessen. Das war doch der Grund, warum ich hier bin. Wo ist denn mein Kopf heute? So, jetzt bin ich aber weg, Bella. So, schnell zu Sandy ins Krankenhaus. Gott sei Dank, mir geht's langsam besser. Aber Ben ist immer noch nicht da. Ach, da bin ich ja endlich. Ich hoffe, Sandy ist nicht sauer, dass ich so lange gebraucht habe. Hi, Schatz, da bin ich wieder. Es tut mir leid, dass ich so lange gebraucht habe, aber Bella wollte unbedingt noch die Extra-Runde gehen. Ich habe dir Blumen mitgebracht. Was? Du hast mir Blumen mitgebracht? Oh mein Gott! Das ist ja voll süß von dir. jetzt warte, dann können wir diese Fake-Blumen wegmachen und dann stelle ich die am besten... dann stelle ich die am besten hier rein für dich. Ups. Die Blumen sind zu dick für die Vase. Okay, ich stelle die Fake-Blumen wieder zurück. Was machen wir denn jetzt? Am besten, ich lege sie hier einfach mal hoch. Ich lege sie... Okay, vielleicht auf den Boden. Meine Blume auf den Boden, ich weiß ja nicht, Ben. Aber egal, ich bin jetzt eh super müde. Au, okay, soll ich dich alleine lassen oder soll ich hier übernachten? Nee, jemand muss ja zu Bella, Ben. Okay, klar. Ich hoffe, ich habe dir alles gebracht. Magst du nachgucken? Nein, das wird schon stimmen, Ben. Besuchst du mich morgen wieder? Natürlich. Schlaf gut und pass gut auf die Zwillinge auf. Schlaf du auch gut, Ben. Bis morgen. Am nächsten Tag. Erstmal Zähne putzen. Heute geht's mir schon viel besser. Oh, guten Morgen, Sandy. Oh, guten Morgen, Frau Doktor. Wir müssten ein paar Untersuchungen machen. Oh, okay, kein Problem. Ich bin hier sowieso fertig. So, ich komm schon. Okay, am besten legen Sie sich aufs Bett. Okay, mach ich. Sehr gut. So, dann müssen wir einfach mal gucken, ob es den Zwillingen gut geht und ob es natürlich Ihnen gut geht. Bei den Zwillingen sieht auch alles ganz gut aus. Ich schätze mal, die kommen schon in den nächsten Tagen. Echt? Ach, Gott sei Dank. Dann muss ich nicht mehr so lange im Krankenhaus bleiben. 3 Tage später. Oje, was ist das? Oh, sind das schon wieder Wehen? Oh Gott, ich glaube, ich muss schnell eine Schwester holen. Oh Gott. Au! Oh Gott, vielleicht soll ich doch lieber der Schwester klingeln. Oh, ich glaube, ich muss mich wieder hinsetzen. Oh Gott, oh Gott. Sie haben gerufen? Ja, ich glaube, ich habe Wehen. Das tut richtig weh. Okay, bitte bleiben Sie ganz ruhig. Ich muss Sie untersuchen. Okay, ich bleib hier liegen. Ich bleib hier liegen. Ein paar Sekunden später. Am besten verlegen wir sie sofort in den Kreissaal. Sollen wir jemanden anrufen? Ja, mein Freund Ben. Und vielleicht meine Mutter. Ich schicke gleich eine Schwester. Die fährt sie in den Kreissaal. Ich mache dabei alles fertig. Hallo, ich soll sie in den Kreissaal fahren. Bitte bewegen Sie sich nicht. Ich helfe Ihnen auf die Trage. Okay, alles klar. Haben Sie meinen Freund erreicht?
Das kann ich Ihnen jetzt leider nicht sagen. Ich war nicht diejenige, die angerufen hat. So, passen Sie auf. Ich helfe Ihnen auf die Trage. Puh. So, wir sind gleich im Kreissaal. Wir müssen nur eine Station mit dem Aufzug fahren. Okay, alles klar. Inzwischen. So, Bella, ich muss mich gleich fertig machen. Ich muss nämlich jetzt wieder zu Sandy ins Krankenhaus. Ja, ich weiß. Sie ist schon 3 Tage im Krankenhaus. Oder sogar mittlerweile schon 4. Aber sie kommt bestimmt bald nach Hause. Oh, mein Handy klingelt. Ja, hallo? Was? Ja, ich komme sofort. Natürlich. So, da sind wir. Das sieht irgendwie nicht aus wie ein Entbindungssaal. Bitte regen Sie sich nicht auf. Wir müssen Sie noch ganz kurz umziehen. Können Sie aufstehen? Ja, ich glaube schon. Es geht schon einigermaßen. Oh, ich muss das hier noch ganz kurz wegräumen. Ich bin sofort wieder da. Okay, dann ziehen wir uns derweil um. Aber sind wir hier in einem Bindungssaal? Es sieht hier irgendwie aus wie ein OP. Bitte regen Sie sich nicht auf. Wir ziehen uns als allererstes um. So, sehr gut. Dann können Sie die paar Meter laufen? Ja, ich glaube schon. Okay, und bitte regen Sie sich jetzt nicht auf. Aber wir müssen einen Kaiserschnitt machen bei Ihnen. Ein Kaiserschnitt? Warum das denn? Sie haben schon Wehen, die sehr, sehr nah beieinander sind. Und der Muttermund hat sich leider nicht geöffnet. Also zumindest nicht groß genug. Deswegen müssen wir einen Kaiserschnitt machen. Hui. Okay. Ist denn Ben da? Noch nicht. Aber er darf natürlich gerne dabei sein, sobald er kommt. Ich wollte eigentlich nicht ohne ihn entbinden. Und jetzt brauche ich auch noch einen Kaiserschnitt. Keine Panik. Sie brauchen aber keine Vollnarkose. So dringend ist es noch nicht. Und wenn Ihr Mann oder Ihr Freund kommt, dann können Sie sich auch noch unterhalten. Okay. So, sind wir bereit? Wir helfen Ihnen. Ja. Ich bin bereit. Okay, da bin ich. Oh Gott, wo ist Sandy? Wo ist Sandy? Das machen Sie super. Gleich haben wir es geschafft. Sandy? Oh Gott, da bist du ja. Die Schwester hat gesagt, ich darf reinkommen. Was ist hier los? Ben, du hast es geschafft. Wir bekommen unsere Babys. Sie mussten einen Kaiserschnitt machen. Ein Kaiserschnitt? Ist alles in Ordnung bei dir? Keine Panik, Ben. Es wird alles gut. Ich spüre auch gar nichts. Es ist alles super. Inzwischen. Au, ich freue mich schon so. Ich hoffe, die Babys sind schon da. Ja, ich weiß nicht, ob die Babys schon da sind. Sie haben zumindest noch nicht Bescheid gesagt. Lass uns mal hier hinsetzen und warten. Ich bin schon so gespannt. Ich werde Opa. So, kommt. Lass uns hier hinsetzen. Aber ich bin eigentlich viel zu aufgeregt, um mich hinzusetzen, Mama. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Geduld, bis die Sandy ihre Babys bekommen hat. Okay. So, das erste Baby ist gesund. Alles ist gut. Ich nehme es gleich. Okay, dann holen wir jetzt noch das zweite Baby. Ach, sie hat sogar schon Haare. Ach, sie ist ja süß. So, können Sie es nehmen? Ja, natürlich. So. Herzlichen Glückwunsch. Es sind beides Mädchen. Die beiden. Sie sind endlich geboren, Sandy. Sie sind endlich da. Und sie sind wundervoll. Ich möchte sie auch so gerne sehen. Ja, wir müssen jetzt noch die OP fertig machen. Und dann können Sie die beiden natürlich sofort in den Arm nehmen. Wenn Sie möchten, können Sie mitkommen zur Untersuchung. Ja, total gerne. Eine Stunde später. So, ich bringe schon mal die beiden Betten. Kann ich jetzt endlich meine Zwillinge in den Arm nehmen? Ja, die Untersuchung ist vollkommen abgeschlossen. Sie kommen gleich. Die Ärztin bringt sie rein. Oh, danke schön. Vielen Dank. Nicht zu danken. Und wenn irgendwas ist, einfach nur klingeln. So, Mama und Papa, da kommen die Zwillinge. So, stellen wir die Sachen nochmal weg. So, als erstes darf es die Mama halten. So. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich lasse sie jetzt alleine. Falls sie was brauchen, dann sagen sie Bescheid. Okay, super. Dankeschön. Alles klar. Bis gleich. Oh mein Gott. Wie süß seid ihr denn? Oh mein Gott. Guck mal. Und die eine hat schon Haare. Mein Gott, seid ihr süß. Sandy, sie sind einfach nur perfekt. Sie sind mehr als perfekt. Oh mein Gott, Ben. Wir müssen schnell Namen aussuchen, dass die beiden auch Namen haben. Oh mein Gott, sie sind einfach so niedlich. Ich bin ganz begeistert.
Wollen wir unsere Familie reinholen? Die warten schon seit gefühlt Stunden. Ach stimmt, die wollen bestimmt auch teilhaben. Ja, hol sie mal rein. Okay, ich bin gleich wieder da. Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, Sandy. Die sind ja mega putzig. Schatz, du hast es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wie wundervoll. Herzlichen Glückwunsch, Sandy. Danke euch. Ich bin auch ganz begeistert. Guck mal, wie süß die beiden sind. Darf ich sie mal halten? Bitte, Sandy, bitte. Ich möchte sie so gern halten. Ich setze mich auch hin und ich verspreche, dass ich sie nicht runterfallen lasse. Bitte, Sandy. Ja, natürlich. Aber nur ein Zwilling auf einmal, okay? Welchen Zwilling möchtest du denn haben? Das ist mir egal. Okay, dann pass auf. Ganz vorsichtig, okay? Ja. Ich werde dich für immer lieb haben. Du bist ja mega süß. Ach, darf ich sie auch mal halten? Ach Gott, sie sind ja so süß. Klar, Mama, wenn du sie mir wiedergibst. Ach mein Gott, ich bin Oma. Es ist einfach nur so wundervoll. Dann war es aber mit diesem Zuckerpucker-Roleplay von heute. Falls dir gefallen hat, lass uns sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus.